Der Udo zu meiner Linken und der Marcel zeigt Ihnen heute, wie wir eine französische Tarte-Tatin mit Birne backen. Und dazu gibt es eine Vanillesauce. Erstens schälen wir die Birnen. Es ist vom Vorteil, wenn wir eine reife Birne dafür benutzen. Wir haben eine Lebensmittelbirne, die ist besonders gut aromatisch. Nachdem die Birnen geschält wurden, tun wir die Birnen jetzt vierteln und legen sie dann heiß in das Karamell rein. Und dann schneiden wir das Kerngehäuse raus, weil das nicht genießbar ist. So, währenddessen der Udo die Birnen viertelt und entkernt, mache ich jetzt das Karamell. Und zwar ist das nichts weiter als halt eine ganz normale Pfanne. Wir haben jetzt hier Rohrzucker. Da kommt hier eine Pfanne. Wirklich ausreichend Zucker. Und das Wichtige dabei ist, dass man, wenn der Zucker karamellisiert hat, dass man die Spalten in das heiße Karamell legt. Muss man natürlich wirklich aufpassen, weil es auch sehr heiß ist. Wir nehmen in dem Fall jetzt auch braunen Rohrzucker, weil er erstens noch aromatischer ist und zweitens halt auch schneller karamellisiert. Jetzt wird es hier losgehen. Also man sieht jetzt deutlich, dass der Zucker karamellisiert hat. Aufpassen, dass das jetzt nicht zu stark weiter mit Hitze gefördert wird, quasi, dass das Karamell dann verraucht und bitter schmeckt. Ich lege jetzt die Birnenspalten in das heiße Karamell rein. Dabei muss man darauf achten, dass sie schön eng beieinander sind, da die beim Backen dann nur noch Wasser verlieren und dadurch eingehen. So, dann machen wir noch etwas Überserum für die Birnen, für den Geschmack und für die Zwischenräume. Schauen wir das auch noch für Sie. Und mit Mandel. Als nächstes schneiden wir den Blätterteig rund aus, circa in der Größe der Pfanne. Dafür nehme ich mir zu Hilfe diesen Teller. Nehmen wir den überschüssigen Blätterteig weg und bestreichen die Seite mit Eigelb. Das machen wir, damit die Birnenspalten dann festbacken und nicht auf den Teig herumrutschen, wenn wir den dann stürzen wollen. Mit der eigelbbestrichenen Seite auf die Birne. Dann drücken wir das am Rand fest, dass es einen kleinen Rand gibt, dass der Karamell dann auch nicht zu sehr ausläuft. Als nächstes bestreichen wir auch die äußere Seite mit Eigelb, damit es hinterher eine schöne Farbe bekommt. So, jetzt stechen wir die Tarte mit einer Gabel an, damit auch der Wasserdampf, der sich unter dem Blätterteig bildet, entweichen kann und dass das hinterher nicht zu wässrig ist. So stellen wir den Ofen auf 210 Grad. So, und die backen wir dann bei 12 Minuten. Die Tarte im Ofen ist fertig, die Vanillesauce ist fertig und jetzt können wir das anrichten. Wir hier einfach so eine passende Form, gucken das ganz leicht an und stürzen es einmal auf den Kopf. So, der Udo und der Marcel haben Ihnen heute gezeigt, wie man eine Tarte Tatin backt mit Vanillesoße. Ich hoffe, Sie haben viel Spaß beim Nachkochen und wir verabschieden uns hier aus dem Schloss Eckberg. Tschüss! Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de